Hallo! Es soll heute mal wieder ein Diskussionsvideo geben. Eigentlich eine Fortführung von einem alten Diskussionsvideo. Ich verlinke euch das Video auf jeden Fall in der Infobox und in der Infocard. Es ist damals auch ziemlich gut angekommen, weil es doch mehr Leute gibt mit dem Problem, als ich gedacht habe. Und auch viele Leute gesagt haben, cool, dass du auch sowas mal teilst. Weil es geht ja meistens bei BookTube nur um den schönen Sachen und die schönen Seiten des Lesens, aber es gibt halt auch manchmal nicht so schöne Seiten des Lesens. Und ja, darüber würde ich heute gerne nochmal sprechen, weil dieses Problem, das ich damals angesprochen habe, heutzutage immer noch besteht. Es ist sogar, glaube ich, noch ein bisschen schlimmer geworden und deswegen würde ich gerne darüber reden. Also es ging damals darum, dass ich Probleme damit hatte, Bücher zu beginnen. Und das habe ich immer noch. Also wie ich damals schon gesagt habe, es gibt jetzt oft Leute, die darüber sprechen, dass sie Bücher einfach nicht weiterlesen, dass sie dann keine Lust mehr auf diese Bücher haben oder so und es dann abbrechen oder zur Seite legen, um es irgendwann nochmal zu lesen oder weiterzulesen, falls überhaupt. Und meistens kommen sie nicht mehr dazu. Bei mir ist es genau ins Gegenteil verkehrt. Das war damals schon so, das ist heutzutage immer noch so. Wenn ich an einem Buch dran bin, wenn es jetzt ein Subbuch ist, dann kann ich es auch mal abbrechen, kein Problem. Aber wenn es zum Beispiel jetzt ein Rätsel-Exemplar ist und ich eine Rezension dazu machen muss oder ja, sollte und ich es aber furchtbar finde, dann bin ich umso mehr motiviert, dieses Buch zu beenden und lese umso mehr an diesem Buch, als wenn es mir jetzt super toll gefallen wird. Obwohl, wenn es mir super toll gefällt, dann lese ich auch sehr viel und sehr schnell. Nur wenn es so durchschnittlich ist, 3 Sterne und mich ein bisschen langweilt, weil ich das Gefühl habe, das habe ich schon tausendmal gelesen, dann stockt es ein bisschen. Aber selbst dann habe ich ja die Motivation, das Buch endlich zu beenden, um vielleicht was Besseres lesen zu können. Und wenn ich so bei der Hälfte des Buches ungefähr angelangt bin, kein Problem, ich fliege durch den zweiten Teil des Buches super schnell. Es kann sein, dass ich das in 1-2 Tagen dann beendet habe, je nachdem, wie viele Seiten es hat. Also wenn die Hälfte des Buches noch 200 Seiten sind, dann sind es meistens 2 Tage. 100 Seiten pro Tag kann da schon mal drin sein, wenn ich genug Zeit habe. Aber die erste Hälfte des Buches macht mir Probleme. Ich habe damals ja darüber gesprochen, dass ich Probleme habe, die Bücher anzufangen. Das heißt, ich schiebe es vor mich her, bevor ich überhaupt das Buch zur Hand nehme und die ersten Seiten lese. Allerdings ist das noch schlimmer geworden. Ich weiß nicht, ob es damals schon so war oder nicht. Ich habe das nie angesprochen und ich erinnere mich ehrlich gesagt auch nicht. Aber es ist halt nicht nur so, dass ich lange brauche, um das Buch zur Hand zu nehmen, sondern auch lange brauche, um die erste Hälfte dieses Buches überhaupt zu lesen. Ich brauche mindestens doppelt so lange die erste Hälfte zu lesen, wie ich brauche, um die zweite Hälfte zu lesen. Also wenn ich schon ungefähr bei der Hälfte des Buches bin, dann denke ich mir, wow, ich habe schon so viel geschafft, die zweite Hälfte schaffe ich jetzt auch noch. Und dann lese ich umso schneller. Aber bis ich zur Hälfte des Buches komme, weiß ich nicht, fehlt mir einfach manchmal die Motivation, das Buch zur Hand zu legen oder es länger zu lesen als 1-2 Seiten oder länger zu lesen als 10 Minuten, weil ich das Gefühl habe, die restlichen Seiten, die noch übrig sind, erschlagen mich so ein bisschen, weil es so viel ist und ich jetzt sowieso nicht so weit kommen würde. Von daher lohnt es sich vielleicht auch nicht. Ein Beispiel. Heute ist der 3. April und ich habe mein letztes Buch beendet am 31. März. Das war auch das letzte Buch für den Lesemonat März. Und ich habe dann am 1. April hätte ich eigentlich ein neues Buch beginnen sollen. Habe ich auch. Wie viele Seiten habe ich gelesen? So bis Seite 16 bin ich gekommen. Und es beginnt ja meistens erst bei Seite 9. Gestern habe ich da nochmal, ich gucke mal, es ist nämlich dieses Buch hier, Unter uns die Nacht, ein Rezensionsexemplar. Gestern habe ich bis Seite 20 gelesen. Wow, bis Seite 20. Ich bin jetzt auf Seite 21. Heute ist der 3. April, wie gesagt. Es ist schon nach 18 Uhr. Ich drehe jetzt gerade. Und ich habe heute noch keine einzige Seite gelesen. Noch keine einzige Seite in diesem Buch. Und wer mich jetzt länger verfolgt, weiß, dass ich eigentlich sehr auf dieses Buch hingefiebert habe und mich wirklich darauf freue, weil ich die ersten beiden Bände der Reihe super toll finde. Aber selbst bei diesem Buch greife ich halt nicht dazu, obwohl ich es lesen will. Weil, ich weiß nicht, weil mich die Seiten vielleicht erschlagen, es sind halt so viele. Ich weiß nicht, woran es genau liegt, aber wenn ich es zur Hand nehme, meistens erst am Ende des Tages, obwohl ich den ganzen Tag Zeit hatte, es zu lesen, lese ich dann ein paar Seiten und denke mir, ja, okay, dann mache ich jetzt was anderes und gucke mir eine Serie an oder so. Wie gesagt, es ist der 3. April und ich bin auf Seite 20. Wenn man bedenkt, wie schnell und wie viel ich bei der zweiten Hälfte des Buches lese, wäre ich jetzt schon am 3. April bei Seite 300 oder so.
Bin ich aber nicht. Ich bin bei Seite 20. Und wie gesagt, das Buch hat hier fast 500 Seiten. Wenn ich bei 250 angelangt bin, werde ich auch super schnell weiterkommen. Vor allem, weil ich auch davon ausgehe, dass es mir super gefallen wird und ich sowieso dann das Bedürfnis habe, weiterlesen zu wollen. Aber jetzt, wo ich noch nicht so richtig drin bin, vor allem in dieser Phase, wo ich noch nicht so wirklich weiß, worum es geht, wer die Protagonisten sind und so weiter, ist es halt sehr einfach, dieses Buch wieder aus der Hand zu legen, wieder zur Seite zu legen und was anderes zu machen, weil ich auch noch nicht so richtig drin bin. Und das ist meistens erst so bei der Hälfte des Buches, dann geht es auch dann schneller. Aber bis dahin ist es manchmal echt ein Kampf. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich lese ja gerne. Ich lese auch vor allem dieses Buch hier gerne, weil ich weiß, es wird mir sehr gut gefallen. Aber es klappt halt manchmal einfach nicht, weiter zu lesen als ein paar Seiten, und ich habe dann die wildesten Ausreden dafür parat, von ich bin müde, ich kann meine Augen nicht aufhalten, über ich muss jetzt gerade mal auf die Toilette, bis zu, weiß ich nicht, anderen Ausreden, um es wieder zur Seite zu legen. Und ich weiß es nicht, wieso. Und ich weiß nicht, wie ich das abstellen kann. Bei Büchern, wo es mir am Anfang schon nicht so gut gefällt, gut, da kann ich es auch nachvollziehen. Aber bei solchen Büchern, wieso denn? Ich weiß doch, dass es mir gefallen wird. Ich weiß, dass ich darauf super Lust habe. Aber trotzdem ist allein diese Aktivität des Lesens für mich anstrengend. Es kann auch daran liegen, dass ich halt super langsam lese. Also ich bin wirklich eine langsame Leserin. Wo andere Leute sagen, ich lese in einer halben Stunde 50 oder 100 Seiten, lese ich in einer halben Stunde 20 bis 25 Seiten, wenn ich mich konzentriere und nicht ablenken lasse. Wenn ihr mich auf Instagram oder so verfolgt, dann habt ihr das vielleicht mitgekriegt, weil ich manchmal da in den Insta-Stories teile, ja, so Leseabschnitte, sage ich manchmal, ja, jetzt habe ich so eine halbe Stunde vor zu lesen, ich bin jetzt auf Seite 100, mal gucken, wie weit ich in einer halben Stunde bin. Ich lasse mich dann auch dann nicht ablenken. Versuche es zumindest nicht von Serien oder Musik oder irgendwas. Also Musik lasse ich meistens im Hintergrund laufen, weil ich diese Stille irgendwie nicht mag. Ich gucke da nicht auf mein Handy oder so. Und dann schaffe ich 20 bis 25 Seiten, je nachdem, wie dünn, wie eng bedruckt die Bücher sind. Und das motiviert mich vielleicht auch nicht gerade, weil ich so super langsam lese, wo ich mir denke, andere wären jetzt schon die doppelte Anzahl von Seiten weit gekommen und du bist so langsam. Versteht ihr, was ich meine? Vielleicht liegt es daran. Vielleicht ist das auch ein Faktor in dem Ganzen. Aber ja, das sind so meine Struggles in einem Leben von einer Leserin. Jeder hat ja so seine eigenen Struggles und ich bin trotzdem nicht weniger Leserin oder Buchliebhaberin als andere. Aber ja, Prokrastination, ich bin sehr groß da drin. So ist das halt leider. Vielleicht werde ich es irgendwann überwinden, aber im Moment hat es mich meistens ziemlich im Griff und ich weiß nicht wieso. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen in die Kommentare. Habt ihr das auch oder habt ihr genau das Gegenteil? Wie gesagt, ihr habt Probleme, Bücher zu beenden und habt dann keine Lust mehr und seid eher motiviert am Anfang des Buches. Könnt ihr mir ja gerne schreiben. Ist ja bei jedem anders. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye, Leute.